Ich heiße Feechen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Hallo ihr Lieben, zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Ja, ihr wolltet doch die Versus-Szenen nochmal sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das mache ich. Und ja, habe jetzt das mal so erstes Mal als Bild bekommen. Cyberlife Sonderangebot. Vermisst du deinen ST-200 Hostess-Androiden? Ja, mein einmaliges Angebot. Eine brandneue Chloe kostenlos. Bist du interessiert? Ja, ich möchte Chloe. Ich will ihre Kommentare wieder, auch wenn wir sie freigelassen haben. Hallo. Willkommen beim Detroit-Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue sie. Ja. Wir haben irgendwas Neues bei Extras. Das ist der Abschnitt Extras. Beim Spielen schalten Sie viele Inhalte frei, die Sie hier wiederfinden. Artworks, Videos, Soundtracks, okay. Uns interessiert aber jetzt ein bestimmtes Kapitel. Das ist Ihre Story-Grafik. Sie sehen, welche Teile der Story Sie erkunden und welche Sie verpasst haben. Sie können Entscheidungen anderer Spieler verfolgen und noch vieles anderes machen. Mit dieser Grafik können Sie an jedem Punkt der Story wieder einsteigen. Aber meine Schöpfe empfehlen, dass Sie das Spiel zumindest einmal durchspielen, ohne zurückzugehen. Was auch immer passiert. So oder so, ja. Es ist Ihre Geschichte. Und zwar, ihr wollt, dass ich die Mission Gebrochen hier nochmal durchspiele. War auf jeden Fall Wunsch von Schatten X. Ich werde es so machen, denke ich mal. Ich werde hier irgendwo ein Bild davon, von eurem Kommentar zeigen. Damit auch ja jeder, der sich das gewünscht hat, hier einmal seine Erwähnung findet. Ich werde das Ganze auch ein bisschen zusammenschneiden. Ich denke mal, die Szenen, die wir bereits im Let's Play gesehen haben, werde ich erstmal vorne weglassen. Und wir werden einfach nur zu dem Punkt gehen, wo sich's unterscheidet. Beziehungsweise gucken, ja, es ist hier ja eine relativ kurze Mission und genau hier geht's darum. Wir sollen an der Stelle uns umentscheiden und ich denke mal, da können wir auch noch mal was anderes wählen. Wir wollen nicht speichern. Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Ja, hallo. Ihr habt's euch gewünscht und... Ja, genau deswegen habe ich das jetzt für euch. Ihr möchtet, dass ich diese Mission nochmal durchspiele? Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Und ich dachte mir, okay, das machen wir auf jeden Fall. Ja, na der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Also der Erste, der sich diese spezielle Mission nochmal gewünscht hat, war Schatten X. So ziemlich jedes Mal, nachdem ich das gemacht habe. Nein, ganz und genau deswegen ist das jetzt auch die erste Mission, die ich für euch nochmal spiele. Wir rufen jetzt hier, wie beim letzten Mal, die Polizei. 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Okay, Nein, ich begleite dich. Wir schieben ihn dieses Mal nicht. Wir wollen nicht, dass er... Sieh mal an, Vaters Plastikspielzeug. Leo. Er kommt nach, okay. Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an.
Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Lieber später als früher. Oh, wir können auch nichts tun. Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das ist voll gemein. Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Und genau da. Los, schlag an diesem Punkt. Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Magst dich zu wehren, du blöder Arsch! Ja. Das ist jetzt der Punkt, wo wir uns umentscheiden. Wir werden dieses Mal nicht nichts tun, wir werden dieses Mal uns verteidigen. Oh, stimmt ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde. Wow! Er ist tot. Da kann doch jetzt. Oh nö. Wir haben doch nur ganz leicht geschubst. Oh mein Gott. Leo. Oh mein Gott, er ist sauer aus Böse auf uns. Kleiner Junge. Karl, Sie werden dich zerstören, Marcus. Du musst jetzt gehen. Verschwinde hier. Verschwinde! Los! Geh! Er bewegt sich einfach nicht. Marcus! Keine Bewegung. Okay. So. Da haben wir jetzt die anderen Punkte auch noch alle freigeschaltet, nämlich wir haben das Studio ohne Karl überprüft. Das war nämlich das, was uns beim letzten Mal noch gefehlt hat. Und wir haben Leo geschubst, ihn verletzt. Die Polizei ist eingetroffen und die Polizei hat automatisch Marcus für den Angreifer gehalten. Und das ist das andere Ende. Ihr wolltet sehen und hier habt ihr es. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es wird nicht das letzte sein. Ihr wolltet noch... Oh, was wolltet ihr denn noch haben? Das Gespräch mit Kamsky wird auf jeden Fall noch kommen. Dann habe ich noch ein, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall nochmal sehen möchte auf andere Art und Weise. Und umso mehr Sachen ihr mir runterschreibt, was ich sonst noch für Entscheidungen ausprobieren soll, schreibt's mir in die Kommentare. Ich habe ja immer auch pro Season am Ende diese Sachen gepostet, wie hier die Mission heißt Gebrochen. Wenn ihr euch die Mühe macht und dort nachguckt, ist es für mich einfacher so zu finden. Wenn nicht, ich werde auch mit euren anderen Hinweisen mich durchklicken können. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao! Darf ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen, um Sie besser kennenzulernen? Oh, ihr Lieben, wir haben hier nochmal eine Umfrage, um die Ansichten der Benutzer zu erfahren. Wer ist der Lieblingscharakter in Detroit? Oh.
Oh, das ist schwer. Wer ist mein Lieblingscharakter? Ich mag sie alle drei. Ich habe sie wahnsinnig in mein Herz geschlossen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich Marcus am meisten mag. Gab es einen Moment in Detroit, der Sie ganz besonders berührt hat? Oh. Ja, es gab viele. Oh. Mit Kara Alice Identität akzeptieren? Ja. Meine absolut härteste Entscheidung in dem gesamten Spiel, ohne Zweifel, war die Entscheidung, Chloe nicht zu erschießen. Weil ich habe ja Chloe nicht erschossen. Aber die Entscheidung, sie zu erschießen oder nicht, war das Schwierigste. Ah, da ist nochmals, glaube ich, die komplette Umfrage. Und hier geht's dann jetzt nochmal weiter. Die meisten fanden Connor ihr Lieblingscharakter. Meiner war Marcus. Die meisten hatten wirklich auch viele berührende Momente und mitfühlende Momente. Aber die meisten fanden tatsächlich, dass die Entscheidung, ob man mit Marcus friedlich oder gewalttätig sein sollte, ihre schwierigste Entscheidung war. Wohingegen die wenigsten es für schwierig empfunden haben, die wahre Identität von Alice zu akzeptieren. Das muss auch ich sagen, war eigentlich am wenigsten schwer. Chloe zu erschießen. Guckt nochmal rein in die Folge, wo ich Chloe nicht erschossen habe, wie ich mit mir selbst gerungen habe. Nicht einfach. Sehr, sehr schwer. Ja. Greife auf die nochmal. Grafik zu. Ja, das nochmal hier, diese letzte Umfrage als kleines extra Bonbon am Ende. Mal gucken, was als nächstes kommt. Bis dann!